Es ist 19. Januar und ich bin auf dem Weg nach Italien. 2 Wochen Skifahren in die Dolomiten. Ich habe vergessen Frostschutzmittel. Das war's. Ich kann wegfahren. In Österreich schon, noch 4 Stunden. Verschneite Bäume, Sonne, blauer Himmel und Tonnenschnee. Nein. Niemand sollte Pause drücken. Ich meine erst Pause. Das Hotel ist zu besonders und verdient sein eigenes Video. Deswegen guck die nächste Episode. Ich habe quasi vergessen, dass ich die Osmo Pocket fest auf der Mütze gemacht habe, so dass ich alles filmen kann. Und ich merke jetzt, ja, der läuft noch. Aber ich könnte eigentlich der besser hinstellen. Und weiter hier. Hinter mir, ich hoffe, man kann es sehen, das ist der Vollmond. Und um 7 Uhr morgens geht oben zum Dante Species zum Sonnenaufgang auf 3000 Meter. So früh oben auf dem Berg um 7 Uhr war ich noch nie. Und das ist wahnsinnig. Ich meine, guck mal hier. Hier sieht man den Mond ganz, ganz gut. Und hinter mir kommt die Sonne jetzt raus. We'll be right back.
Ich weiß. Folgende Sequenz habe ich mit dem Insta 360 Cam gemacht und ich habe mich entschieden, das roh zu lassen, nicht zu schneiden. Also, wenn ihr irgendwann wollt, dann könnt ihr 4 Minuten in der Zukunft vorspülen. Nicht, das ist die Insta360. Ist auch etwas zu Vlogging. Aber anyway, ich bin auf dem Weg nach Lager 2. Ich habe heute den Sonnenaufgang auf dem Rand des Pistes geguckt und sofort losgegangen um 8 Uhr, als die Pisten noch leer waren und die Gondeln noch nicht im Betrieb waren. Und mit dem Vollmond und dem Sonnenaufgang
Das war mega, mega geil. Das ist Lagertor, 2700 irgendwas Meter. Der Fahrt mit dem Gondel war ziemlich spektakulär. Die Gondel ist dahin.